Yo, hier ist Kelly K. und ich heiße euch wieder willkommen auf diesem Kanal und heute kommen wir zu einem sehr besonderen Video. Ich nehme euch ein bisschen mit auf meinen Paris-Trip, die Pariser Fashion Week, was ich da so getrieben habe, mit wem ich da mich so getroffen habe und was für Impressionen ich insgesamt hatte. Wir sind hier im Office gestartet und sind mittags losgefahren Richtung Paris. Wenn ich von wir spreche, rede ich natürlich von meinen Freunden Mimo, Erdem und Patrick. Wir haben so einen kleinen Boys-Trip daraus gemacht und ich hatte extrem, extrem viel Spaß. Ich hab gesagt, Jungs, ihr habt jetzt eine Tür geöffnet. Ich weiß nicht, was gerade abging, aber das Video wird ja aufgenommen. So, wir machen das so. Wir sind 4 Tage in Paris, ihr liebe Freunde. Die haben mich jetzt gerade erschreckt. Ich nicht, ich hab nichts damit zu tun. Der Tod kommt persönlich vorbei. Jungs, Kelly und dieser junge Mann wollten schwarz fahren. Ich als richtiger Bürger, als aufrichtiger Bürger, will natürlich Ticket zahlen. Und jetzt haben wir das Ergebnis. Aha, Schwarzfahren geht hier nämlich nicht. Finde ich gut so. Die Leute sollen ja auch Geld verdienen. Allemagne. Allemagne, Repräsenta. Ich hab alles auf Video, Bruder. Aber ist so ein Alter, ne? So, wir gehen jetzt erstmal was frühstücken und schauen mal, was geht. Da hinten noch die Jungs, Erdem, Mimo, Patrick, auch heute gleich mal Fitcheck machen. Du willst dein Outfit werden. Ja, und ja, wie ihr seht, ich bin auch am Start. Daumen hoch da lassen. Ja, da, auf jeden Fall Daumen hoch lassen. Deutschland represented in Paris. Es ist so entspannt, dass ich diesmal keinen Vlog mache, ne, Baba? Er hat das übernommen, sehr gut. Ja, you gotta take over. So, Friends, ich sitze jetzt im Uber, alleine wieder, Richtung ein Hotel, was LV gebucht hat. Ihr seht gleich einen alten, guten Bekannten und später dann noch ein paar andere, die wir hier treffen. Und ja, bleibt gespannt. Wir gehen zu der ersten richtigen Location. So, Friends, ich bin jetzt im Hotelzimmer angekommen und schaut mal, was mich hier erwartet. Schlimm. Sehr schön. Sehr schön. Das ist mein Fit. Ja, ich hoffe, der gefällt euch. Ist ein bisschen crazy, aber ist also ein bisschen ausgefallener für die Pariser Fashion Week. Habe ich mir ein bisschen was überlegt, aber unfassbar. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Insane. 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 Louis hat nicht gegeizt. Und da ist auch meine Einladung. So, dass ihr noch einmal den Ausblick hier seht, zeige ich euch das einmal. Last Minute Ashraf. Last Minute Ashraf. Ja, Bro. Also ich sage ehrlich, Bart ist unfassbar. Auch bei dem guten Bro hier. Tutorial, wie macht Ashraf seine Haare? Bro, ich schwöre, also dein Parfüm, du weißt, ich hab dich eh schon gefragt gehabt. Du kommst in den Raum rein, Bruder, dein Parfüm steht. Ja, ne? Das Geheimrezept sind 3, nicht nur einer. Ich mische 3 Stück miteinander. Und hier, taff, das auf nasse Haare drauf machen. Und du hast den Ashraf-Look. Dauert wirklich 10 Sekunden. Jetzt haben wir hier Lumi-Show plus Haartutorial. Fit, ihr werdet gleich sehen, er ist stupid geworden. Ja, ich glaube, ist gut, oder? Ja, ja, Fit ist gut geworden. Mit Ansage. So, jetzt ist dein Fit auch ready. Und ich sage, ich feier. All white.
Snowman? Also man könnte auch theoretisch, Leute, leider kann ich euch jetzt hier nicht fragen. Das ist das Problem. Aber ich könnte auch so undercover gehen. Ich schwöre, Snowman. Fuck with it. Geil. Undercover ist auch geil, gell? Ja, ja, undercover ist auch nice. Undercover ist auch cool. Yo, 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 yo. Aber ich würd offen, dann kannst du ein bisschen representen auch mit Tanktop, you know. Und mit Chains, dies, das. Undercover. Genau, so. Genau. Safe. Okay, top. Aber ich fit ist geil geworden. Heiß unter dem Undercover aus. Dem Boys, dem LV Boys. habt ihr die Karten, Jungs? Ja. Naja. Gojin. Bro, bei dir. Was schätzt ihr, wie das Bild kostet? Jungs? Genau. Leo, was geht? Alles gut? Der Kid Cudi Jacket. Die Undercovers. Y Project. Und dann die Louis Sneaker. Aschach haben wir ja schon umgezogen gesehen. Der Aaron ist auch noch hier. Moin. Mit der Nigo. Wir sind dann zur LV-Show gefahren und haben erstmal draußen vor der Show gewartet, bis wir halt reingelassen worden sind. Dort sind ein paar Jungs hin und wieder mal auf uns zugekommen und haben gesagt, ey Jungs, können wir bitte Fotos von euch machen und so. War auch eine sehr große Ehrung und hat mich sehr gefreut. Da habe ich auch ein bisschen was aufgenommen, während Ashraf geshootet worden ist. War auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung. Als wir dann endlich in die LV-Show rein konnten, nach der ganzen Kontrolle, nach Ticketkontrolle, ich kann euch mal das Ticket zeigen, so das, was man brauchte, um reinzukommen, war nämlich diese Invitation hier, die man hier hatte, so ohne die ist man nicht reingekommen. Wir haben uns dann umgeschaut in der LV-Show, war unfassbar, da gab es ein Trampolin, da gab es dieses Haus bzw. dieses Dach von dem Haus, da gab es ein Bett, da gab es diese berühmt-berüchtigte Treppe, die schon bei einer anderen LV-Show gezeigt worden ist und es war halt alles in blau-rot getaucht. Dort vor Ort haben wir dann auch noch den UFO getroffen, kurz Hallo gesagt, ein bisschen gequatscht, dann sind wir zu unseren Plätzen, die Deutschen saßen zusammen und ich sage persönlich, ich fand, dass die Deutschen auf jeden Fall dort hart und gut repräsentiert haben und halt auch viele Leute uns angesprochen haben und gesagt haben, ey, wirklich krasse Outfits, woher seid ihr? Oder halt auch viele Leute einfach zum Beispiel den Ashraf oder den UFO kannten. Ich war sehr, sehr begeistert. Die Show war zu Ende. Ich hatte sehr viel Spaß. Und wir haben dann dort noch hier und da mit Leuten gesprochen. Central C kam zum Beispiel rum, hat gesagt, ey Ashraf, geiles Outfit, lass ein Foto machen. Dann haben wir dort noch eben kurz Fotos gemacht für Instagram und Co. Ich hatte dort aber auch ein paar Kleinigkeiten mitgenommen, wie das Sitzkissen von mir und halt auch zum Beispiel dieses Guckloch, was ich da bekommen habe. Das ist mein eigenes, da steht auch mein Name drauf
und halt auch so ein Booklet bzw. die Shownotes von der Show, die super, super interessant sind. Und ich bin halt auch happy, dass man das halt als so Erinnerung hat. In den nächsten Tagen hatten wir mehr so Shopping-Dinger gemacht, sind auf Events gegangen und haben halt einfach sehr viel Spaß in Paris gehabt. Ob man das im Alltag tragen kann? Bro, ich würde auf jeden Fall die Hose... Ja, aber Bruder, die ist over. Ja, die mit dem Print zu viel. Ich würde die mit so diesen hellblauen Akkus anziehen. Ja, aber ist halt all over LV-Print. Ja, aber Bro, du musst dir überlegen, diese im Alltag. Was ziehst du? Ja, drüber, ja. Ich bring jetzt einen braunen Hoodie raus, okay, dann sieht's geil aus, aber Bro, was für eine Jacke kommt? Hier habe ich mit, wo, hier kann ich die weiße anziehen, hier kann ich mehr Sachen anziehen. Ich habe auch viele weiße Shirt mit Akkus. Yo, Bro, eine Frage, wer ist das LV-Model von beiden? Das ist die krasseste Jacke so. Fit ist gut. Die hole ich mir safe, Bro. Safe. Wenn du das machst, Bro. Dieser Koffer kostet, glaube ich, 20 Racks oder so. 15. 15 Racks. Aber er ist sehr, sehr stylisch. Ja, ja. Ich bin am Überlegen, mir die zu holen, aber so als Kunstwerk für daheim. Ja. So ein Sockel, ne? Bro, aber guck mal, in der Wohnung, aber auf klein, weißt du? Ja, ja. Das ist wie so eine Installation. Ja. Und das erhält safe seinen Wert, Bro. Das ist ein Möbelstück. Ja. Das ist ein cooles Deko. Genau. Wäre ich jetzt noch ein bisschen jünger und würde in die Schule gehen, würde ich so voll auf. Ja, kurz hier noch ein bisschen Babotega. Ehrlich, das ist eines der krassesten Pieces. Der Mantel hier ist hart. Der ist richtig gut. Wir essen jetzt mit den Jungs hier im Caesars. Alle das gleiche Gericht, außer Erde. Wer wollte was Besonderes haben? Einfach anders sein. Auf Krampf. Ich finde, Bro, ich kann die Jacke nicht, aber ich finde es krass bei Bottega, muss ich wirklich sagen, die schaffen es. Wirklich clean. Zipped up. Namacheco, Guidi, Namacheco, Rick, head to toe, dripped out, Aaron, the artsy man, ja. Wir hatten einfach so als Truppe super, super viel Spaß. Der Telly war noch da. Wir haben dort alle möglichen Leute getroffen. Tyler, the Creator, kam und hat Hallo gesagt und wir waren im gleichen Hotel und hat sich... Ja, er war einfach wirklich herzlich, das hätte ich jetzt nicht erwartet so. Das sind halt nur Leute, die man eigentlich nur von YouTube, Social Media und so weiter und so fort kennt, die halt eigentlich normalerweise unerreichbar waren. Aber für mich persönlich war der größte Schock, ich habe einfach Dave Chappelle gesehen in meinem Hotel. So, und das war so für mich das so mit das Highlight. Gunna war da und alle möglichen Celebrities. Aber Dave Chappelle war wirklich für mich so wie ein Unicorn, den man da getroffen hat. Grundsätzlich halt einfach ein sehr, sehr schöner Trip. Ich habe mich sehr über diesen Trip gefreut. War ein sehr schönes Erlebnis. Das war es eigentlich zu meinem ganzen Bericht zu der Pariser Fashion Week. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, folgt mir auf meinen Social Media Kanälen. Instagram Kelly Cayo, Twitch Kelly Cayo, Zweitkanal Kels. Abonniert diesen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Hey Leute, lasst ein Abo da.